Willkommen zur Half Life 2. Dann wollen wir hier mal ganz spritzig beginnen, und zwar mit Kapitel 1, Punktangriff. Los geht's. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie, und der gesamte Einsatz wäre umsonst, bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Das Spiel ist einfach nur geil. Haha. So, warten wir, bis der Zug da ankommt. Mann. Mal ist der Sound laut, dann ist er wieder leise, oder? Tja. Weiter geht's nicht. Gut. Ey, drängel dich schon mal vor, Mann. Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen. Erste Warnung, weitergehen. Aber das ist alles, was ich noch habe. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. Waren Sie die Einzigen im Zug? In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. So. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen beeilen. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben, willkommen in City 17. In Sicherheit. Ach Mann. Ah ja. Los, lauf. Lauf schneller. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Ich habe hier einen 1007, benötige Luftunterstützung. Jetzt durchzählen. Bestätigt. Ja. Auf dem Puff hier. Brauchst du Hilfe bei dem? Nein, geht schon. Zurück! Ja, ich brauche was Privatsphäre für das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Geil. Ich bin's Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich hab mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufkommt. Ja, ja, ist ja gut, Mann. So, erstmal hier hoch. Na klar. Oh, ist mal hier durch. Na. Boah. Geil. Ja, halt.
Schade, Daten. Sehr schön, ich gehe schnell. Erstmal hier hoch, hier durch. Da. Sehr bescheuert. Los, lass mich durch hier. Der Penner. Hier. Ah, geil. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Mit welchem Recht treffen sie diese Entscheidung für die Menschheit? Wird das Hemmfeld? Das Spiel ist der ultimative Kracher, geil. Zu Weihnachten spielt das immer ganz gerne. Das ist jedes Jahr so. Jetzt muss ich einfach im Monatezimmer muss ich jetzt einfach spielen. So, ich denke mal da an die Schlank. Dann auf jeden Fall hier lang. Und da kommen wir nicht durch. Weitergehen, mach ich. Geh im Tier lang. So. Oh, es war durch hier. Was macht mit meinem Fahrrad da? So. Lade schmeiß mal hier hoch. Ach du Scheiße. Mann, hier wird kein Fernsehen geplatzt. Oh. Raus mit dem Scheiß. Geil. So. Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständiger Ration. Hoch zum Dach. Jetzt beeil dich doch. Da kommen Sie. Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Oh fuck, fuck. Hoch zum Dach. Wo lang? Da lang. Oh Alter. Seid ihr verrückt, Alter? Knallt mich noch ab, die Ratte, ey. Alter. Boah. Oh, shit. So muss es sein. Dr. Freeman, vermute ich. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Oh, geil. Und den krieg ich mir gar nicht mehr drin erinnern. Geil, einfach nur geil. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Nee. Ich sag nicht viel, richtig. Er war auch bei Black Mesa dabei. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Komm, mach auf. Hier durch.
Ladedaten. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Ein denkwürdiger Tag. Lecker Schmecker. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor, durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Na los, weiter. Komm, ich spendiere dir einen. Ja, mach mal. Oh, und übrigens, nett, dich kennenzulernen. Ah, cool. Verflixt noch mal. Wo ist die hin? Lamar? Komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon. Bist du es wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tun nicht gut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist eine unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wir haben seitdem viel dazu gelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst, aber okay. Na also. Ah! Verdammt, nimm's mir ab! Drecksvieh. War das Vieh ja. Erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Lecker. Ich will es nicht mal sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar. Sie gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Was ein Drecksvieh, ey. Du kannst nicht mit Tieren. Nun, Gordon, auf geht's. Schlüpf in den Anzug. Na, endlich. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Der passt schon. Ja. Also... Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Lad wenigstens den Anzug auf, Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestationen aufladen. Sehr schön. All ihren Kontrollen bringen. So, das Wort. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Sehr schön. Ui, was war denn das hier? Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Okay. Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist.
Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit einer reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du halt von Start? Ich bin ja alt. Tun wir es einfach. Also, der massenlose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Warnung wird auf CY-Basis und RG-Orbifolge gesichert. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Würde ich sagen, machen wir erstmal Stopp und machen im nächsten Part weiter. Haut da rein, bis dann.